Servus, liebe 96-Fans, wir melden uns wieder bei euch und zwar aus Bad Waltersdorf. Hier fand eben die Nachmittagseinheit unserer Mannschaft statt und es war eine ganz besondere. Nach dem Testspiel gestern gegen den TSV Hartberg stand heute ein regeneratives Training auf dem Programm. Vorab, die Bilder habt ihr eben schon gesehen, haben unsere Jungs heute Vormittag in Stegersbach nämlich verschiedene Standardvariationen einstudiert. Kenan Kotschak hat das Team in zwei Gruppen eingeteilt und dann durften sich die Jungs selber ihre Standardvariation überlegen. Und heute Nachmittag ging es dann um die Wurst. Es wurde gegeneinander gespielt, das Endergebnis unentschieden und somit musste das Elfmeterschießen her, um eine Entscheidung herbeizuführen. Und für die Verlierermannschaft gab es heute nicht nur Arschbocken, sondern die müssen heute beim Abendessen auch noch servieren. Und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch jetzt.